So Leute, willkommen zurück zu Detroit Become Human. Im letzten Part haben wir sowohl die gute Kara als auch den Connor gesteuert und mehreren Quellen zufolge hat CyberKnife die Polizei von Detroit mit einem neuen Detective-Androiden ausgestattet. Es werden zwar schon seit einigen Jahren. Und jetzt müssen wir eigentlich den guten Marcus spielen und das ist in der Tat der Fall. Okay, welches Symbol haben wir? Okay, das sagt mir ehrlich gesagt gar nichts. Ist das der gute Jericho oder ist das hier dieses RA2 oder R2A, R4A? Keine Ahnung. Suche das Graffiti. Ach so, okay. Ja gut. Das ist das mal Graffiti. Das ging ja schnell. Sieh dich um und finde das Graffiti in der Umgebung. Ich hab's doch! Hä? Bin ich gerade bescheuert? Das ist Graffiti. Muss ich ein bisschen Abstand halten? Hab's doch gefunden. Verarsch mich nicht, Spiel. Da ist das Graffiti. Oh, komm jetzt! Okay, so finde ein Symbol. Was muss ich für ein Symbol finden? Da unten ist was. Analysieren wir das mal. Hinweis aktualisiert, okay. Finde dieses Graffiti. Okay, spielen wir jetzt eine Art Schnitzeljagd? Okay, wieso nicht? Kann ich gerne machen. Einfach überall nachschauen, wo es dieses Symbol gibt. Und dann sollten wir eigentlich auf dem richtigen Weg sein. Können wir nicht einfach auf der Karte nachschauen? Nee. Hallo, ich bin ein Mensch. Ich bin ganz bestimmt kein Android. Ich habe diesen Ring nicht. Okay, das heißt, ich bin definitiv ein Mensch. Okay, Android auf der Flucht. Die kennen wir doch. Woher kennen wir die nur? Aber ich glaube, die hat ein bisschen andere Haare. Kann das sein? Ist dies possible? Je ne sais pas. Ja, das ist wahrscheinlich gar nicht Kara, sondern irgendwer anders. Immer wenn ich versuche, nach rechts zu swipen, dann swipet er manchmal nach unten, obwohl ich das gar nicht will. Aber genau, ich will jetzt gar nicht sagen, ich will jetzt nicht die ganze Zeit dem Spiel die Schuld in die Schuhe schieben, aber beim letzten Part, bei den Quicktime-Events, da habe ich teilweise was falsch gedrückt, das stimmt. Aber teilweise war es auch wirklich so, dass ich das Richtige getan habe und es hat einfach irgendwie, keine Ahnung, der Input war irgendwie... falsch war. Mische dich unter die Menschen. Also, ja, das soll kein Problem sein, denn schließlich bin ich ja ein Mensch. Wir benutzen eine Rolltreppe, wie jeder Mensch das tun würde, der faul ist, was wir halt sind. Und kaufen wir uns eigentlich unseren ersten Androiden. Ich will auf jeden Fall so einen alten, ich nenne ihn Karl, glaube ich. So einen weißhaarigen Androiden hole ich mir. Und ich schlage ihm die Beine kaputt, dass er dann in den Rollstuhl landet. Oder ich kaufe mir sofort einen. Ja, hallo, sprechen mit dem Androiden, weil wir sind selbst ein Mensch. Und also wir würden niemals hier hinstehen, weil das ist ein Parkplatz für Androiden. Und wir sind ja kein Android. Wissen Sie, wo Jericho ist? Wieso fragen wir ihn? Also Sie, es, wo Jericho ist. Hallo, ist das der gute Marcus Balboa? Ist es possible? Je ne sais pas. Okay, hier ist auf jeden Fall das Zeichen. So finden Symbole. Okay, das ist auf jeden Fall eine ziemlich herausfordernde Angelegenheit hier, die Symbole zu finden und damit ist der Hinweis aktualisiert. Nächstes Graffiti, yeah! Okay, eine bunte Wand, das könnte ein bisschen schwieriger sein, da wir jetzt sogar ab und zu mal nach oben schauen müssen. Wir schauen gegen den Himmel. Oh, wir können sogar rennen. Lauf, Forest, lauf. Wieso können wir nicht mit Menschen sprechen? Wir sind ja ein Mensch, wir sind kein Android. Wieso sprechen wir dann mit Androiden und nicht mit Menschen, mit unsergleichen? Da ist schon das zu suchende Graffiti. Oh nein. Wir gehen über grün, wie das jeder normale Mensch tun würde. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, liebe Zuseher und Zuseherinnen,
aber wir sind Mensch, wir sind ganz bestimmt kein Android. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Ich wollte nur, dass man auf Nummer sicher geht, denn man wiederholt es halt ziemlich oft, weil es halt so ist. Eigentlich genau das Gegenteil. Wenn man so tun wollen würde, als wäre man Mensch, würde man es nicht 100.000 Mal erwähnen. Aber gut. Ja gut, dann suchen wir mal einen Roboter, also ein Gegenstück zu uns, weil wir sind ja, wie ihr vielleicht vergessen habt, aber wir sind Mensch. Okay, gut. Ich habe es, glaube ich, oft genug gesagt. Ich weiß nicht, ich muss sagen, ich mag diese kleine Schnitzeljagd hier sehr gerne. Was mir aber ein bisschen fehlt, ist vielleicht so ein bisschen Interaktion mit Gegenständen, die nichts mit der Schnitzeljagd zu tun haben. Keine Ahnung, dass wir zum Beispiel hier Müll rumwühlen könnten und uns da unser Essen zusammensuchen könnten oder einfach mit Menschen reden, also mit den Leuten hier. Nicht mit jedem Einzelnen oder so, aber keine Ahnung, zum Beispiel, dass man versucht, sie anzusprechen und sie sagen dann einem einfach so, keine Ahnung, lass mich in Ruhe oder so, so kalt, wie man halt heutzutage ist, dass man keinen Bock hat, sich mit einem Fremden zu unterhalten und keine Ahnung, das fehlt mir so ein bisschen, ist so ein bisschen trist. Aber vielleicht kann man auch hier gewisse Sachen tun, ich übersehe es nur. Ich habe nur auch keinen Bock, jedes zweite Sekündchen da diese Scan-Taste zu drücken. Also ich will jetzt erstmal das Graffiti finden und das gestaltet sich als schwieriger als gedacht. Okay. Dann walken wir hier rüber. Da links ist nichts, nee. Wahrscheinlich habe ich diese Roboter-Graffiti ist bereits gesehen. Es ist hinter einem Zaun. Da war doch ein Zaun. War da was? Ach, verdammt, tut mir leid, ich muss nochmal rüber. Ich weiß, ich bin blöd. Ich habe mir das eigentlich angesehen, dachte ich zumindest. Warte. Nee, da ist kein Park hier. Aber da ist hier so ein Dings, authorized, bla bla bla, steht da. Hey Ma'am, haben Sie Kleingeld? Ja, ihr habt Kleingeld. Oh ne, ich hab kein Kleingeld. Okay. Schade, Schokolade. Doch, da ist das Schild. Danger, bla bla bla. Okay, da ist tatsächlich dieses Graffiti. Sehr gut. Zum Glück bin ich nochmal hier hingegangen. Oder war ich hier überhaupt schon? Keine Ahnung. Kann auch sein, dass ich das verwechsel. Wie gesagt, ich habe absolut keinen Orientierungssinn. Das solltet ihr aber mittlerweile wissen. Dann müssen wir noch ein weiteres Symbol finden. Und es befindet sich dort. Ich sehe es doch. Wieso? Achso, ich muss runterkriechen. Okay, gut. Dann gehen wir drunter. Ziemlich unauffällig, wie Menschen das halt heutzutage tun. Ich suche halt nur noch ein bisschen Kleingeld, um es diesem netten Mann dazu geben. Ich will ganz bestimmt nicht dieses Ding hier scannen. Nee, das will ich nicht. So, scannen wir das mal. Also, okay, wir müssen erstmal hier diese Palette oder was das ist, wegschieben. Und dann können wir es scannen. Ganz unauffällig. Also, keine Ahnung, ich finde nichts Verwerfliches dran, dass wir das kennen. Gewisse Leute würden jetzt ein Selfie vor diesem Graffiti nehmen. Wir scannen es halt einfach. Also, nichts Außergewöhnliches. Okay, das Graffiti kommt mir nicht bekannt vor. Ich glaube, ich habe es noch nicht gesehen. Aber schauen wir uns hier ein bisschen an. Gibt es hier irgendetwas, was wir finden können? Vielleicht auch irgendwelche. Gibt es hier vielleicht irgendwelche, keine Ahnung, Sammelgegenstände? Wenn ja, dann habe ich wahrscheinlich alle übersehen. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte momentan, ist, da haben wir es schon, dass diese Magazine, die ich auch schon gelesen habe, beziehungsweise mir angesehen habe, dass die so als Sammelobjekte fungieren. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in so einem Spiel fände ich das ein bisschen unpassend, dass man sowas einbaut, solche Sammelgegenstände. Aber gut, wieder hier so ein kleines Wimmelbild, suchen wir die ganzen Symbole, muss ich hier irgendwie die Position ändern, um das dritte Symbol zu finden, oder ist das hier schon zu sehen? Manchmal verliert man auch den Überblick, wenn man sich so auf gewisse Sachen fokussiert. Aber nee, ich glaube, ich muss einen anderen Winkel einschlagen. Finde einen Weg auf das Dach. Okay. Ja gut, dann müssen wir wahrscheinlich erstmal darauf gehen, auf das Dach, um das letzte Symbol zu finden. Ich weiß nicht, also vielleicht ist es auch ein bisschen zu spitzfindig, aber ich finde das ein bisschen zu erzwungen. Keine Ahnung, jedes Mal so, jetzt einfach mit dem Controller gegen den Tisch geschlagen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, aber ich habe es getan. Ich finde das auf jeden Fall ein bisschen zu erzwungen, dass man jetzt hier extra auf das Dach gehen muss, um, keine Ahnung. Lass mich doch einfach das Ding scannen und gut ist, so.
Oh! Willst du risky sein? Tatsächlich. Wahrscheinlich, weil, wenn ich das Quicktime-Event versaue, könnte es passieren, dass er sich das Genick bricht. Keine Ahnung. Was macht rechten Stick eine Route? B. Mit dem rechten Stick eine Route. Ach so! Okay. Ich kann nur die Route wie hier wählen. Ui! Okay, und dann. Nehmen wir zurück. Ne, ich will da rauf. Warte, warte. Okay. Und dann da oben, genau. So, perfektissimo. Irgendwie ist das cool. Auch wenn es ein bisschen erzwungen ist, aber ja gut. Yeah, Matrix-Style. Bam. Wir sind Parkourmeister der 73. Ebene. Wusstet ihr nicht? Wusste ich auch nicht. Aber es ist in der Tat so. Okay, Sparkle Coke oder was auch immer da steht. Sparkle. Ja, das ist ein C, oder? Oder, keine Ahnung, wahrscheinlich geschwungener Buchstabe. So, runter mit uns. Wo ist das Sparkle-Ding? Ah, Sparkle City. Gut, ich dachte, das wäre ein Getränk, aber die gute alte Detroit Sparkle City. Wer kennt sie nicht? Da ist ein Ding. Da irgendwo sollte noch ein Ding sein, nämlich da. Und sag mir bitte nicht, dass ich da hochklettern muss, um das dritte Ding zu finden. Dieses dritte Symbol. Ah, nee, ich muss da hochklettern, oder? Find einen Weg nach oben. Ja, ja, super. Oh. Hey! Was machst du so? Hast du auch nach den Symbolen gesucht? Deine Mission war nicht ganz so erfolggekrönt. Ich hoffe, wir enden nicht auch so wie du. Komm ich da hoch? Kann ich das von hier aus schon sehen? Ja, okay, ich kann es schon von hier aus sehen. Okay, tut mir leid, Kritikpunkt weniger, aber trotzdem bei den vorherigen Graffitis war es tatsächlich so. Jetzt muss ich in das Gebäude rein. Ja gut, dann muss ich jetzt da rein. Jetzt muss ich wieder dieses, dieses coole Feature nutzen. Wir gehen auf jeden Fall hier. Habe ich sonst eine Möglichkeit? Kann ich eine coole Möglichkeit wählen? Ich will die coole, das wirkt wie die sichere Möglichkeit. Ich will die coole Möglichkeit. Gehen wir erstmal dahin. Yeah, okay. Hoch. Bam. Sehr schön. Wir müssen irgendwas Riskantes machen. Können wir irgendwo eine Rückwärtssalto oder so ausführen? Über die Wand? Ne, nicht nochmal über die Wand, oder? Hm. Das sieht mir aber unsicher aus. Das aber auch. Egal. Das sieht cool aus. Ah, ne. Wir gehen hier gar nicht die Wand entlang. Wir müssen diesen Vorsprung. Okay. Das sieht mir alles zu gut aus. Verdammt, ich wollte doch wenigstens einmal scheitern. Ah, wäre zu hoch. Okay, dann springen wir nochmal zurück. Kannst du nicht einfach da runter? Dahin? Okay, perfekt, da, genau. Okay, wenigstens einen Fehler haben wir gemacht. So, sehr schön. Und dann können wir hoch. Joa. Also, weiß nicht, ist ein ganz cooles Feature so, aber... ja, nee, doch, gefällt mir schon. Gefällt mir schon, muss ich sagen. Führt das alles so ein bisschen emotionslos aus, habe ich das Gefühl. Kannst du noch mehr Emotionen entwickeln? Ach, was ich noch ansprechen wollte. Also keine Ahnung, so wie sich das für mich hier entwickelt, also so wie es aussieht, entwickelt sich das Ganze hier so in die Richtung, dass hier der gute Marcus so langsam so einen Hass gegen die Menschheit verspürt. Einerseits kann ich das verstehen, weil er hatte ja Kontakt mit diesem Leo, der wirklich nicht das Paradebeispiel von Menschen ist. Andererseits hat er ja auch einen wirklich sehr, sehr, sehr netten, ich sag jetzt mal in Anführungs- und Schlusszeichen, Meister oder Besitzer mit Carl. Von dem her, also Marcus sollte doch wissen, vielleicht täusche ich mich und er entwickelt sich gar nicht in die Richtung, in die ich jetzt befürchte, dass er sich entwickeln wird. Aber ich will es schon mal sagen, um es gesagt zu haben. Denn ich finde, falls er sich in so eine wirklich negative Richtung entwickeln sollte, wollte ich nur mal gesagt haben, dass ich finde, dass Marcus unterscheiden müssen könnte, dass es auch gute Menschen gibt. So, jetzt habe ich das gesagt. Ist das nicht das Graffiti? Doch, das ist es doch. Nee, das ist nicht. Ja, sieht. Doch, doch, das ist. Aber von der anderen Sichtweise, aber von hier, nämlich so. Oder? Bin ich blöd? Wenn man hier hinsteht. Sieht man das Graffiti? Das ist das rote. Das ist es doch. Kommt jetzt. Bin ich gerade wirklich selten dämlich? Da, sag ich doch.
Ach so, ich muss das so formen. Das ist dieses Symbol. Okay, okay. Ja gut, ich hab's erkannt, aber es hat ein bisschen gedauert. Perfektissimo. Hier ist auch nur ein einziger Hinweis versteckt, beziehungsweise ein Symbol versteckt. Und jetzt müssen wir da längs. Aber bevor wir da längs gehen, gehe ich erstmal hier längs. Weil, da komm ich her, oder? Verdammt. Erinnert euch, was ich da mit dem Orientierungssinn gesagt habe? Es trifft noch immer zu, dass ich keinen besitze. So kann ich mal hier, nee, hier geht's nicht lang. Ich weiß, dass ich da lang muss. Irgendwie, also keine Ahnung, vielleicht irre ich mich jetzt auch wieder und ich muss gar nicht da lang. Aber irgendwie sind die Wege auch ein bisschen zu vorhersehbar. Keine Ahnung, da ist ein bisschen zu wenig zum Erkunden, meiner Meinung nach. Aber gut, kann sich ja noch ändern. Ist dafür, dass man so viele Auswahlmöglichkeiten teilweise hat, ist es teilweise doch ein bisschen linear. Aber gut, ich kritisiere und kritisiere. Es macht mir trotzdem noch megamäßig Spaß. Also, sonst würde ich es ja nicht spielen. Sonst würde ich alle paar Jahre ein Part raushauen. Und nicht so, wie ich es jetzt momentan tue, dass relativ regelmäßig Parts online kommen. Da steht Jericho. Hab's gesehen. Jetzt? Gegangen zum Schiff. Also es ist ein Schiff. Okay, ich bin gar nicht drauf gefallen, ehrlich gesagt. Moment, ich muss kurz niesen. Ich hoffe. Wieso bin ich kein Android? Dann müsste ich jetzt nicht niesen. Okay, ich versuche zurückzuhalten. Denn einerseits will ich nicht, dass ihr meinen Nieser hört. Andererseits will ich diesen Nieser nicht rausschneiden. Denn das wird Arbeit für mich bedeuten. Und Arbeit, die ich tun muss, das ist gar nicht mal so gut. Gehen wir da oben hin? Komme ich da oben hin? Jetzt falle ich runter und sterbe und das Spiel ist vorbei. Ah, ist das der richtige Weg? Ich will nicht den richtigen Weg gehen. Oh, verdammt. Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Komm ich zurück? Nee, ich komme nicht zurück. Ah, verdammt, ich dachte, das war irgendwie ein Secret. Oh, Mann. Ich will doch nur ein Secret entdecken. Aber warte. Kann ich mich... Gibt es da irgendwas oder ist da einfach eine Sackgasse? Irgendwie finde ich das ein bisschen zu ruhig momentan. Kannst du nicht ein bisschen mit mir reden, Markus? Unterhalte dich mit dir, mit mir. Lass mich an deinen Gedanken teilhaben. Lass mich wissen, ob die Vermutung, die ich da getroffen habe, ob die korrekt ist oder ob du in Wirklichkeit für die Gleichberechtigung von Androiden und Menschen kämpfen willst. Weil alle gleichgestellt sein sollten. Bist du so einer oder bist du so einer, der jetzt Rache ausüben will an der Menschheit, weil sie, keine Ahnung, sie so scheiße ist? Wir werden es noch früh genug herausfinden. Vielleicht können wir uns ja sogar entscheiden. Das wäre ganz cool. Ihr wüsstet dann, wofür ich mich entscheiden würde. Nämlich für ein riesiges Blutbad. Für einen riesigen Krieg. Wo es dann darum geht, ob Androiden oder Menschen überleben. Und im besten Fall würden dann natürlich nur ich überleben. So. Gibt es irgendwas Interessantes? Was? Du kannst nicht fliegen. Okay, gut. Ich bin beruhigt. Ich habe mir schon gedacht, dass da Wasser ist, aber ich war mir nicht ganz sicher. Oh, unseren coolen Mantel haben wir verloren. Okay. Dann klettern wir nach oben. So. Können wir wieder runtergehen? Nein. Okay, schwimmen ist wahrscheinlich nicht... gedacht vom Spiel. Können wir überhaupt schwimmen als Android? Ich weiß es nicht. So, okay, drehen wir das Ganze um. Sehr schön. Und entdecken, erkunden dieses Schiffswrack. Hallöchen, ist hier irgendwas? Aus dem Schutterhaufen? Schutterhaufen, vor allem, sehr schönes Wort. So, okay, finde ich hier irgendwas? Brecheisen oder so? Oder eine Taschenlampe. Ist auch gut. Haben wir nicht irgendwie so einen Röntgenblick, wo wir dann halt auch die Nacht, also in der Dunkelheit alles sehen? Ich dachte, den hätten wir. Aber gut, eine Taschenlampe kann nicht schaden, dann seht ihr wenigstens etwas. Ich sehe natürlich alles, weil... Ah ne, ich sehe gar nichts, weil ich bin ja ein Mensch, kein Android. Ich hab's völlig vergessen. Tut mir leid. Manchmal vergesse ich es auch. Ich soll es öfter erwähnen, dass ich ein Android bin. Hier kommen wir nicht durch. Kannst du nicht einfach mit deinen Superkräften die Tür aufsprengen? Ach komm, Markus, du enttäuscht mich so ein bisschen, ehrlich gesagt. Aber gut. So. Hallöchen, ist hier jemand?
R2D2, bist du's? R2A, RA2, keine Ahnung. Ich bin vergesslich, wie ihr wisst. Vor allem, wenn es um Namen merken geht, dann bin ich umso vergesslicher. Aber gut. Wir werden auf jeden Fall irgendwen hier finden oder irgendetwas. Da bin ich mir sicher, sonst wären wir nicht hier. Und notfalls treffen wir irgendwann Kara und Alice. Und töten dann Alice. Und Kara überlebt, die ist dann sauer auf uns. Und dann streiten sich Androiden miteinander. Untereinander. Gegeneinander. So. Ich weiß, dass ich da rein kann, aber ich will ja erstmal schauen, ob es hier weitergeht oder ob wir. Okay, Leute. Okay. Die ganzen Schockmomente bislang, die vom Spiel als Schockmomente verkauft wurden, haben mich überhaupt nicht erschreckt. Jetzt hatte ich gerade einen klitzekleinen Schock, muss ich zugeben. Ich muss es zugeben, weil, keine Ahnung, auch wenn es vielleicht ein bisschen offensichtlich ist, ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Wo kommt er her? Ja, er kommt hier aus dem Nichts und verschwindet wieder im Nichts. Ist klar, nee. Okay. Wir müssen dann, wie es aussieht, hier kommen wir nicht weiter. Nee, der. Verdammt, dann war dort eine Sackgasse in der Tür. Ich dachte, dort geht's weiter. Er kommt nicht zurück. Ja, super. Komm, da kannst du doch drüber steigen. Du bist was Besseres, Markus. Steig einfach drüber. Oh Mann, ich will doch dieses. Ey Leute, manchmal komme ich mir wirklich verarscht vor vom Spiel. Da will man einfach nicht den Weg gehen, weil man denkt, oh, da geht's weiter. Und zack, kommt man nicht mehr zurück. Jetzt wäre wahrscheinlich dort das mega coole Secret gewesen, was ich jetzt niemals entdecken werde. Aber ich will das Spiel auf jeden Fall nochmal spielen. Eigentlich habe ich vor, das im Stream zu spielen, dann, damit ihr live dabei sein könnt, wenn ich das erstmal als Let's Play durchgespielt habe. Ob es dann soweit, ob es dann so sein wird, wird sich dann zeigen. Ich will nichts versprechen, aber ich habe es eigentlich theoretisch vor. Sonst spiele ich es halt einfach privat. Also privat werde ich es definitiv spielen. Und ob es dann im Livestream nochmal gespielt wird oder halt nur privat von mir, das wird sich dann zeigen. Also, keine Ahnung, ich mag Markus, aber irgendwie habe ich momentan nicht Angst um ihn. Also, ich bin jetzt nicht so wie es im letzten Part war, dass ich mir gedacht habe, oh verdammt, bitte stirbt nicht. Natürlich will ich nicht, dass er stirbt, aber, oh, Hallöchen. Warte. Willkommen in Jericho. Das ist, wie hieß er? Kevin? Daniel. Das ist Daniel! Leute von Jericho getroffen. Daniel! Was habe ich da drin verpasst? Ja, seht ihr, das habe ich da drin verpasst. Ah nee, das wäre ein anderer Weg gewesen. Okay. Okay, wie sonst habe ich da drin gar nicht so viel verpasst. Hier hätte ich noch irgendwas machen können. Jericho-Spur weiter nachgehen. Ich hätte einfach aufhören können? Hä, wie hätte ich einfach aufhören können? Indem ich die Symbole nicht gefunden hätte? Was gibt's hier, was ich verpasst habe? Auf der Flucht lesen? Ich habe irgendwas noch gelesen. Okay. Ja gut. Aber das habe ich relativ vollständig abgeschlossen. Daniel. Oder Daniel hieß er doch. Wie hat er überlebt? Wie zur Hölle hat er überlebt? Das wird jetzt interessant. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich möchte offen mit euch sein. Ich weiß, ich habe schon ziemlich viel Kritik an dem Spiel in diesem Part ausgeübt. Aber es muss noch ein bisschen mehr sein. Ich fand diesen Teil bisschen zu lang gezogen. Es hätte gereicht, wenn es halb so lang gewesen wäre. Meine Meinung, ihr könnt mir eure Meinung in den Kommentaren mitteilen. Denkt ihr anders? Denkt ihr, oh, das hätte sich noch 5 Stunden lang hinziehen können? Das war mega mäßig spannend. Ich fand es nicht ganz so spannend. Aber gut, ich finde es trotzdem ein cooles Spiel. Ich freue mich trotzdem auf einen weiteren Part. Ich hoffe, ihr auch. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, meine lieben Freunde. Schönen Tag noch. Alles Gute und tschüss.